Depression ist die Volkskrankheit unserer modernen Gesellschaft. Gewiss gibt es viele unter uns, die ärztliche Unterstützung benötigen, denn im Grunde ist die Depression, Bedrücktheit oder Melancholie eine ernstzunehmende Erkrankung. Was ich aber hier meine, ist die selbst auferlegte Depression, eine Traurigkeit, die zwangsläufig entsteht, wenn wir uns mit unseren Fehlschlägen identifizieren oder unsere Fehler zu unserer Identität machen. Man kann natürlich auch immerzu auf das Fehlverhalten anderer hinweisen, um dann auch sie für unser Unglücklichsein verantwortlich zu machen. Ähnlich wie ja, ewig alte Geschichten immer wieder hochzuholen und somit verletzte Gefühle immer wieder neu aufzufrischen. Das Gefährliche hierbei ist, bei jeder gedanklichen Wiederholung tritt eine Verstärkung in Kraft und somit ist es unvermeidlich, dass der Schmerz von Mal zu Mal größer wird. Sehr interessant an der Stelle ist die Meinung von seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama, der jegliche Bekümmertheit der Selbstzucht zuschreibt. Wie bei Herzschmerz oder deutlicher dem Liebeskummer, ist es wirklich der andere Mensch, der mir so sehr fehlt, oder schmerzt mich ja mein eigenes Ego, weil es nicht bekommen hat, was es wollte? Ich denke, es lohnt sich, hier mal ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Das bewährte Gegenmittel heißt Verzeihen. Dem anderen, aber vor allem sich selbst. Eine Entschuldigung annehmen, den anderen entschuldigen, ihm die Last der Schuld abnehmen. Denn dann, ja, denke ich, fängt wahre Liebe an. Ein weiterer wichtiger Aspekt, um der Alltagsdepression entgegenzuwirken, ist das berühmte Anerkennen von den kleinen Dingen. Wie ein nettes Lächeln, eine Mutter, die ihr Kindlein herzt, oder einen Hund zu beobachten, der seiner Lebensfreude freien Lauf lässt. In unserer Gesellschaft neigen wir dazu, die materiellen Gegenstände überzubewerten. Das bedeutet, wir denken, dass wenn ich dies und das erreicht habe oder das und jenes besitze, dann kann ich endlich glücklich sein. In Wahrheit ist das die äußere Welt der Gegenstände und Dualismen, die von Natur aus leidvoll ist. Leidvoll, weil alles Entstandene wieder zerfällt. Was geboren wird, muss sterben. Hierbei ist aber nicht der Tod das Gegenteil von Leben, sondern lediglich das Gegenteil von Geburt. Das Leben selbst ist unsterblich. Darum strebe nicht nach einem äußeren Glück, wahres Glück findest du in deinem Inneren. Namaste.